Astronauten müssen Alleskönner sein. Nur so können sie überleben. André Kuipers ist Mediziner. An Bord ist er Mechaniker, Wissenschaftler, ja sogar Klempner. Obwohl alles so einfach und leicht aussieht, ist die Schwerelosigkeit für den Körper eine Extremsituation. Täglich müssen die Astronauten 2 bis 3 Stunden trainieren. Denn Schwerelosigkeit verursacht Muskel- und Knochenschwund. Wie aber kann man den Körper trainieren, dort wo es keine Schwerkraft und daher auch kein Gewicht gibt? Komplizierte Sportgeräte mit Federn und Vakuumhydraulik wurden dafür entwickelt. Es gibt unterschiedliche Methoden, sich zu waschen. Mit feuchten Tüchern, davon haben wir viele an Bord. Wenn man etwas mehr Wasser will, kann man es tatsächlich über sich ausdrücken, aber es bleibt in einer dicken Blase auf einem. Man muss daher aufpassen, dass es nicht hier hinkommt und man durch eine Wasserblase ertrinkt. Am Anfang ist das seltsam, aber nach einer Weile gewöhnt man sich daran.